Dieses Samsung Galaxy S20 FE wurde übel zugerichtet. Das Display ist an mehreren Stellen gebrochen, der Rahmen ist eingedellt und selbst die Rückseite ist beschädigt. Das Ganze hat sich wohl so zugetragen, dass das Gerät ein Treppenhaus heruntergestürzt ist. Bevor ich mir das Innere des Geräts ansehen kann, um zu prüfen, ob das Gerät an sich noch in Ordnung ist, muss ich zunächst das Backcover lösen. Das geht am einfachsten mit Hilfe einer Heizmatte. Nachdem das Smartphone ein paar Minuten Zeit hatte, sich aufzuwärmen, gebe ich zusätzlich Isopropanol auf die Rückseite des Geräts. Das hilft zusätzlich dabei, die Kleber zu lösen. Danach fange ich an, das Backcover zu öffnen, indem ich mit einem dünnen Metallwerkzeug zwischen Rahmen und Backcover reingehe und das Stück für Stück anhebe. Unter der Abdeckung verbergen sich dann mehrere Schrauben, die ich lösen muss. Speziell bei diesem Modell sind alle Schrauben gleich lang und man muss nicht auf die Sortierung achten. Nachdem die Schrauben im unteren Bereich des Geräts gelöst sind, kann ich die untere Abdeckung bereits ausklipsen. Diese beinhaltet auch den Lautsprecher. Im oberen Bereich kann ich genauso vorgehen, jedoch verbirgt sich darunter die Hauptplatine mit den Kameras. Die obere Abdeckung beinhaltet auch einen Lautsprecher. Dieser wird sogar mit einer roten Abdichtung gegen Eindringen von Wasser gesichert. Das Innenleben des Samsung Galaxy S20 FE ist somit freigelegt und ich kann im Inneren damit anfangen, das Akkukabel abzustecken, genauso wie die zwei Antennenkabeln, die für WLAN und Bluetooth zuständig sind. Danach stecke ich im unteren Bereich das Displaykabel aus. Direkt mit der SAP-Platine ist dann noch der Fingerabdrucksensor verbunden und das Hauptflexkabel, das die Verbindung zur Hauptplatine herstellt. Nachdem die Sicherungsschraube der SAP-Platine gelöst ist, kann ich diese aus dem Rahmen heraushebeln. Die SAP-Platine beinhaltet mehrere Komponenten, zum einen die Ladebuchse in USB-C-Form, das goldene Mikrofon, das mit einer Öffnung zu der Rückseite der Platine durchgeschliffen wird und auch verschiedenste Anschlüsse für die Antennen. Die Öffnung des Mikrofons wird dann mit einer Gummidichtung mit dem Rahmen abgedichtet, damit von außen kein Wasser eindringen kann. Auch die Hauptplatine wird von einer Schraube gesichert. Und spätestens jetzt muss der SIM-Karteneinschub entfernt werden, damit die Platine anschließend ausgebaut werden kann. Die Hauptplatine lässt sich dann einfach herausziehen. Die vier Kameras können mit der Platine verbunden bleiben. Im Inneren konnte ich optisch keinen Fehler feststellen, deswegen beginne ich nun damit, die restlichen Komponenten auf das neue Display zu übertragen, damit wir dann anschließend die Funktion des Geräts überprüfen können. Nachdem ich den Vibrationsmotor und den Fingerabdrucksensor schon in das neue Display eingebaut habe, folgt nun auch die alte SAP-Platine. Im nächsten Schritt kann ich die Hauptplatine inklusive aller vier Kameras wieder in das Gehäuse reindrücken. Da der alte Akku laut meinem Kunden nicht mehr so gut sein soll, verbauen wir nun auch einen neuen Samsung-Akku. Das Flexkabel kann dann wieder mit der SAP- und Hauptplatine verbunden werden, genauso wie die zwei Antennenkabel auf der Seite. Diese müssen zusätzlich noch in den Rahmen eingefädelt werden. Die untere Abdeckung kann ich dann schon wieder in den Rahmen einsetzen und auch gleich mit allen Schrauben fixieren. Bevor ich die obere Abdeckung nun einklipsen kann, muss ich zunächst noch das Akkukabel mit der Hauptplatine verbinden. Danach kann die obere Abdeckung komplett verschraubt werden. Die zwei Dummy-Antennenstreifen, die beim ursprünglich verwendeten Display vorinstalliert sind, habe ich nicht übertragen. Diese werden nicht benötigt. Und anschließend verklebe ich die neue Rückseite mit dem Samsung Galaxy S20 FE.
Nachdem das Smartphone hochgefahren ist, gehe ich in das Testmenü und teste kurz alle Funktionen durch. Die Reparatur des Samsung Galaxy S20 FE war erfolgreich und das Gerät funktioniert wieder fehlerfrei. Willst du nur noch mehr erfahren zu anderen Reparaturen? Dann habe ich hier noch ein paar Videos für dich verlinkt. Wir sehen uns, bis dann!